So, weiter geht's. Ups, also, ich muss mal ein bisschen näher ranrücken hier. Okay. Ja, ich kann mir fast denken, wie es jetzt weitergeht. Wahrscheinlich wird das so eine Aktion, weil da zu große Abstände zum Springen sind für die beiden. Dass die sich dann hier einfach. Moment. Genau. Der kommt da wahrscheinlich nicht rüber. Aber. Ha! Boah, jetzt muss ich aber immer mega aufpassen, welchen von beiden ich jetzt loslasse. Das ist mega schwierig gerade. Weil, wisst ihr, wenn. So, jetzt muss ich natürlich hier links loslassen. Huch. Genau. Jetzt schwinge ich mich hier so ein bisschen entlängs. Zack. So, jetzt rechts. Boah, das ist wirklich, ey. Das ist Gehirnschau gegen wirklich. Jetzt mal, so, jetzt wieder. Oh Gott, jetzt sind die auf der falschen Seite. Hier, den muss ich jetzt loslassen. Oh, ist das schwierig. Oh. Das ist wirklich so ein bisschen Gehirntraining hier. Ui. Und zack. Aber es ist richtig cool gemacht, finde ich. Auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Auf so eine Idee muss man doch erstmal kommen. So, großen haben wir schon mal oben. Komm, helf mal dem Kleinen hier. So, zack. Jawohl. Ach so. Jetzt könnten die, wenn die irgend so einen Feind hätten, könnten die dem die Beine so wegziehen. Wenn die einfach so beide links und rechts an ihm vorbeigehen. Es scheint aber ein ziemlich großes Schloss zu sein. Also es scheint auch jemand zu leben, der nicht unbedingt unsere Größe hat. Sondern wahrscheinlich um einiges größer ist als wir. Wenn ich mir das Eingangstor so angucke, obwohl. Es kann auch einfach nur sein, dass es ein sehr pompöses Schloss ist. So. Zuerst mal hier den. Hup. Ja. Zack. Hup. Wow. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Heilige. Oh. Warum fallen die denn auseinander? Hier fällt nichts, ne? Wow. Oh Gott. Da oben sind Blümchen. Sieht aus, als wäre da so ein Nest oder sowas. Nee, doch nicht. Ups. Oh. Oh Gott. Der fällt erstmal komplett auseinander. Okay. Das heißt wohl jetzt, hier geht's dann weiter. Zack. Synchronspringen. Jetzt muss ich mit ihm hier weiter. Ihn wieder rüber. Ja. Also wer so ein Rechts- und Links, wer so eine Rechts-Links-Schwäche hat, ich glaube, für den wäre das Spiel nicht unbedingt was. Das ist echt tricky, muss ich sagen. So, jetzt wieder beide. Ach, geschafft. Ich guck mal eben hier. Sieht so aus, als könnte ich hier lang. Ah, nee, kann ich doch nicht. Schade. Okay. Uah, Gott, Steuerung. Ich höre Vögel. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass diese Vögel noch irgendwas zu bedeuten haben. Oh Gott, die Vögel werden immer lauter. Okay.
Wartet. Er geht auf die Seite und der Kleine auf die andere Seite. Zack. Zack. So, jetzt muss ich hier. Ups. Ah, seht ihr? Da habe ich nämlich die falsche Seite losgelassen. Ich wollte eigentlich den Großen loslassen, habe aber den Kleinen losgelassen. So, jetzt. Ah. Wie lange diese Passage noch geht hier im Klettern. Eigentlich echt cool gemacht. Aber das sind auch so Sachen, dafür liebe ich dieses Spiel einfach. Für diese... Wow! Oh Gott. Ja, okay. Die beiden interessiert das überhaupt nicht. Die sehen das ganz locker, easy, voll gechillt. Dass da gerade so ziemlich alles auseinanderfällt hinter denen. Nee, aber das ist doch... Oh Gott. Vibration. Aber das ist doch ein ziemlich großes Schloss, anscheinend. Sind ja doch irgendwelche Riesen gelebt oder sowas? Oh. Okay, da kommen wir anscheinend nicht hoch. Heißt, wir müssen hier weiter. Aha. Ne? Next one. Der Vogel hört sich ziemlich klagend an. Ob es eine ist oder mehrere, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wieder so eine Passage, die nichts für Höhenangstmenschen ist. Also die zwei scheinen echt unempfindlich zu sein, was Höhenangst angeht. Ah, das war's. Also, schauen wir doch mal, wo die Vogelstimme herkommt. Ein ziemlich großes Wohnzimmer, möchte ich mal sagen. Der Große scheint das Buch zu studieren. Sieht ziemlich cool aus. Der Kleine hat leider nichts gemacht. Aber, na, ich glaube, ich kann ja auch nicht wirklich weit durch die Gegend laufen. Kriege ich wahrscheinlich auch direkt angezeigt, dass ich hier nicht weiterkomme. Zack. Oh! Voll süß. Die beiden sich hier auf das Bett schmeißen. Okay. Cool. Wie wär's mit einem Nickerchen? Hm? Wahrscheinlich eher nicht. Was tut ihr? Keine Ahnung. Jo. Was ist das? Kuckuck. Ja. Ich sehe, ich finde es immer relativ interessant. Oh nein. Oh Gott, der ist verletzt. Das Blut.
Schaut er sich das gar nicht an? Na, vielleicht schaut der Kleine sich das hier an. Wow. Das sieht ziemlich cool aus. Müssen ihn befreien. Ara, Dahi? Okay. Gucken wir mal. Ach, der Große kommt hier sowieso nicht weit. Das heißt, dann gehe ich erstmal mit dem Kleinen hier durch. Ups. Komm schon. So. Da hängen auch noch Vogelzeichnungen an der Wand. Also entweder scheint derjenige Vögel zu studieren oder einfach nur gerne zu quälen. Ich weiß es nicht. Zack. Und zack. Naja. Oh. Naja. Erno. Zack. Naja. Der Vogel ist cool. Ara. Dahi? Da? Es scheint ein Greif zu sein. Das ist gar nicht einfach irgendein Vogel. Der nimmt uns tatsächlich mit. Wow. Huch, da kann die Feder aufheben. Oh, oh, wie süß. Kann der Große die Feder auch aufheben? Ja. Kann ich jetzt mitnehmen? Ich nehme die einfach mal mit. Oder kann ich die bei ihm ablegen hier? Der Manu, ach, das ist gemein. Bin ich das doch, Manu. Ach, das Spiel ist so traurig. Okay, ich glaube, es geht in die nächste Passage. Gut, das Schloss haben wir dann jetzt wohl hinter uns. Das heißt, eigentlich dürfte es ja dann soweit gar nicht mehr sein. Oha. Oha.
Das sieht nach einem... nach einem Schlachtfeld aus. Nach einem ziemlich großen tatsächlich. Ich glaube, wir wissen, wer das Schloss bewohnt hat. Hier der Schatten von den Geiern. Boah, das ist unheimlich. Okay. Müssen wir wohl den Arm auf Seite schieben. Ich weiß, irgendwie ist das gerade... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so brutal irgendwie. Wow. Ich weiß nicht, ich hätte mit sowas jetzt... Also ich meine... Wow. Also ich hätte ja allein schon mit der Stelle, wo der Mann sich aufhängen wollte, da hätte ich ja gar nicht mitgerechnet. Halt dich fest. Aber hier das? Kann man hier neben auch hoch? Ja. Bringt einem aber wohl nicht viel. Ups. Okay. So. Ah, doch, 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 doch. Große Muster hoch. Halt, so, hier. So, jetzt geht das nämlich runter. Kann sich der Große darauf festhalten, dann können die gemeinsam darüber. So läuft das. Ach so. Ah ja, wir kommen hier nicht her. Ah, doch, Moment, jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. Wir sollen den... wir müssen den Pfeil als Hebel benutzen, sozusagen. Um diese Keule da... Ja. Oh. Oh Gott. Kann man das sehen, wo der hingefallen? Oh, ist ganz schön tief. Okay, kann man nicht sehen. Wow. Hier ist auch irgendwie die Musik so ein bisschen unheimlich. Huch. Boah, dieses Blut überall. Das ist voll gemein. Okay. Ja, da unten kommen wir wahrscheinlich eh nicht weiter, weil das Bein im Weg ist. Gucken wir mal, dass wir hier oben weiterkommen. Oh, da unten sind. Unten rechts. Und irgendwelche Viecher. Hä? Aber hier komme ich auch nicht weiter. Warte. Hä? Doch, 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 klar, hier. Muss da rüberspringen. So, jetzt hier. Da drüber. Boah, Geier. Hä? Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das gibt's doch nicht. Boah. Irgendwie fühlt sich mein Magen an. Ich hätte gerade doch nichts essen sollen, glaube ich. Das war keine gute Idee. Boah, ist das brutal. Alter, das sind Kinder. Ja, schauen wir uns das Schlachtfeld an. Juhu.
Wenn ich nicht wüsste, dass es dafür eventuell ein Achievement gibt, ne? Der Große sitzt da voll gechillt. Ich meine, die sitzen beide ziemlich gechillt da, aber... Jo. Okay. Hm. Oh. Also das fand ich jetzt echt hart gerade. Kusch, weg mit dir. Hört auf, die Leute hier aufzufressen. Komm schon, weiter. Oh, oh Gott. Ich ahne Böses. Oh nein. Nein, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Boah, ist das seltsam. Oh Mann. Muss ich den jetzt... Okay. Boah. Naja, Lapa! Oh, Nai! Ja! Ja, gut, was hätte ich machen sollen? Wir müssen ja weiterkommen. Wir müssen ja den Vater retten. Was ist denn hier? Ein Horn, cool. Komm, der Große schafft das aber, oder? Ja. Oh, das klang doch gar nicht so schlecht. Ach Gott. Mann, Mann, Mann. Das ist ja echt brutal hier. Naja gut, eins. So ein kleiner Trost ist ja im Prinzip, dass er schon tot war. Also, es hat ihm ja zumindest nicht mehr wehgetan. Auch wenn sich das extrem makaber anhört. Wow. Das ist ja ein richtig roter Fluss hier. Wahnsinn. Ja, für die scheint das... Boah, das stelle ich mir ziemlich eklig vor. Für die da unten scheint dieser rote Fluss irgendein Zeichen gewesen zu sein. Hm? Oh Gott, wir hinterlassen Fußspuren. Guckt euch das mal an. Hinterlassen rote Fußspuren. Okay. Was auch immer. Klopfen wir mal ein bisschen an den Dingen rum hier. Ja, die versuchen nur das Blut loszuwerden, wenn ich hier irgendwie interagiere. Was haben wir hier? Okay. Was ist, wären das irgendwelche Spinnenviecher oder was? Das haben auf jeden Fall mehrere, irgendwelche Insektendinger, die haben auf jeden Fall mehrere Beine. Ja, wir sind wieder sauber. Hat so einen ganz komischen Geruch in der Nase. Ich weiß nicht. Das kann auch von draußen kommen, aber. Ah!
Oh mein Gott, wir müssen die Jungfrau retten. Oh, Sekunde, ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Yeah. Kein Abenteuerspiel, ohne dass wir nicht wenigstens eine Jungfrau retten müssen. Eben das Mikro ein bisschen besser ausrichten. So. Da ist eine Treppe. Aber ich will ja nicht abhauen. Ich will die ja retten. Nein, kann ich auch nicht runter. Jetzt dreh doch mal die Kamera so ein Stück hier. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn ich da jetzt nämlich hingehen würde, würden die mich ja sofort bemerken. Aber da die hier diesen roten Fluss hier anscheinend... Ja, okay. Dann weiß ich, was ich machen muss. Genau. Jawohl. Jetzt bin ich das rote Flussblutmonster. Euer Gott, der euch hier den Tod bringen wird, wenn ihr die Jungfrau nicht freilasst. Ich will kein Opfer. Ich will... Sie beten mich an, wie cool. Ach du! Schnell, los, lauf! Ja, sauber, sehr schön. Ich habe jetzt eigentlich auch noch auf eine Verfolgungsjagd oder sowas gedacht, aber okay. Achtung! Wir folgen dir, holde Maid. Wo auch immer du uns hinführst. Mohammedan! Araba! Ah. Ihr dahin? Mabi hier. Mhm. Scheint ja so, als könnte sie uns auch helfen. Gut, dass wir sie gerettet haben. So, jetzt muss ich hier rudern. Muss dann aber immer schauen, dass ich... Also wenn ich den rechten Stick nach vorne drücke, dann rudert der Kleine, bei dem linken rudert der Große. Muss ich jetzt wahrscheinlich auch immer dann um die Ecken lenken hier. Aber eigentlich, das ist nicht mal halb so schwer, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ah, hier kommt das Blut runter. Dass hier nicht auch alles rot gefärbt ist. Boah, das sieht so cool aus hier. Ups. Meine Küche macht seltsame Geräusche. Ups. Na komm schon. Huch. Was zum... Wow! Oh mein Gott, ist das cool!
Ich habe ja so ein bisschen Schiss. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Holy shit. Kommt schon. Schnell, weiter. Nein. Och Mann. Das ist... Echt? Das ist ziemlich cool gemacht, auf jeden Fall. Mega klasse. Ich stoße einfach immer mal gegen, Manu. Treffen mich aber nicht, okay. Oh Gott. Jetzt hatte ich echt schon Schiss. Man sieht die auch tatsächlich. Hier so unter der Wasseroberfläche. Araba! Aga! Okay, ich nehme an, da vorne müssen wir hin. Okay. Ach Mann. Ich bin zu blöd, um dieses Boot zu steuern. So, jetzt aber. Das sieht etwas gruselig aus. Hier ist irgendwas ziemlich Großes gestorben. Hey, wir machen schon wieder Fußspuren. Yeah. Voll gut. Oh Gott, wir rutschen. Ah. Puh. Hilfe. Kann ich direkt darüber? Nee, kann ich nicht. Ich muss erstmal hier. Halt! Nicht wegrutschen. Spring. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu kalt angezogen für solche Witterungsverhältnisse. Oder? Whoop. Oh, eine Schildkröte. Mit Eis auf dem Rücken. Sekündchen?